Hallo und willkommen bei den Spieldinos mit Melanie und Angelo. Schön, dass ihr heute reinschaut zu unserem neuen Video. Wir möchten heute mit euch auf die Pferderennbahn gehen. Es geht nämlich bei Ready, Set, Bet, welches ja bald bei Strohmann Games auch auf Deutsch erscheinen wird, um Pferderennen. Das Ganze ist von John DeClair. Es ist für 2 bis 9 Spieler und ab 10 Jahren. Ja, und Angelo hat ja eigentlich schon alles vorweggenommen. Dann können wir direkt zu den Regeln gehen. Wir werden hier am heimischen Spieltisch natürlich auf die verschiedenen Pferde wetten. Wir werden ganz spannend ein Pferderennen verfolgen, werden hier unsere Einsätze bieten und natürlich hoffen, dass wir entsprechend Geld rausbekommen und nicht zu viel Geld verlieren. Wie das jetzt aber genau funktioniert, in einem kurzen Regelüberblick, und dann sehen wir uns zu einem Fazit gleich wieder. So, ich habe hier Ready, Set, Bet aufgebaut. Es wird immer gleich aufgebaut, egal ob ihr mit 2 oder 8 Personen spielt. Denn man muss jetzt dazu sagen, wenn ihr zu 9 spielen wollt, dann muss einer hier die Bank machen. Andernfalls könnt ihr auch hier die App das Ganze für euch machen lassen. Wir werden euch im Spiel oder hier im Aufbau ganz kurz sagen, was der Unterschied zwischen diesen beiden Sachen ist. Ihr seht hier erstmal, wir haben hier den Spielplan. Wir decken hier zufällig Karten auf, bis alle Kartenfelder bedeckt sind. Hier unten haben wir die Exotisch Finish. Die geben uns nämlich auch gleich die Rundenanzahl an. Wir spielen das Ganze über 4 Runden und jede Runde wird hier eine andere Wette zusätzlich dazukommen. Wie funktioniert das Ganze? Es ist ein Wettspiel, es hat kaum Regeln, es ist ganz simpel. Die Spieler haben hier verschiedene Marker, die nachher den Multiplikator angeben für die Pferdewetten. Wie funktioniert so ein Pferderennspiel? Wir tippen hier auf eins dieser Pferde und das erste Pferd, das ins Ziel kommt, hat das Rennen gewonnen. Ich kann hier auf den ersten Platz, auf den zweiten Platz oder den dritten Platz bieten. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich biete hier auf das Fünferpferd, dass es dieses Rennen gewinnt, bekomme ich nachher, wenn es denn so ist, eine Fünferquote, habe ich also 5 mal 5 Geld bekommen. Dabei habt ihr aber nur 5 Wetten zu bieten, also ihr könnt maximal 5 Wetten ausgeben. Ihr könnt alternativ auch hier oben ganz simple Wetten machen, wie das orangene Pferd gewinnt. Hier oben haben wir noch andere Wetten, auf diese gehen wir jetzt nicht genau ein. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze über eine wirklich sehr, sehr gute App zu spielen. Oder wenn ihr wie ich eine sehr, sehr gute Melli habt, dann kann auch sie quasi diese App übernehmen als 9. Spieler, also 8 Spieler Wetten aktiv. Das geht auch mit der App. Wenn ihr noch einen 9. Spieler habt, dann muss er moderieren. Und weil diese Pferde müssen sich ja irgendwie bewegen. Das könnt ihr entweder über die App machen, zeige ich euch gleich, oder ihr macht es hier über die Melli-Geschichte. Und es ist ein Echtzeitspiel. Wir bieten hier in Echtzeit und ich lasse mal Melli jetzt einfach anfangen, hier diese Pferde. Was machst du? Was machst du? Du bist ein Pferde. Ich bin das Haus und ich werde natürlich die Pferderennbahn leiten. Und die Pferderennbahn hat eigentlich diese Aufgabe, diese 2 Würfel immer stetig nach und nach zu würfeln. Und der Spieler sollte auch hier ein bisschen anmoderieren, denn es ist ganz wichtig, es darf nicht mehr gewettet werden, sobald 3 Pferde über diese rote Linie gegangen sind. Und dann wird eben so lange weitergewürfelt, bis wirklich ein Pferd hier hinten in dieser Finishline angekommen ist. Ich zeige euch das ganz einfach, das heißt, ich würfel und ich moderiere immer ein bisschen. Ich sage, die 7, die startet ganz gemächlich los, sie geht nach vorne und es wird weitergewürfelt. Und die 7 macht noch einen Schritt, also die 7 ist schon weit vorangeschritten. Und die 8 zieht aber hinterher. Und so würfelt ihr eigentlich die ganze Zeit. Solltet ein bisschen hier den Fluff mit reinbringen. Ihr solltet hier ein bisschen auf diese Pferde hinarbeiten. Den Mitspielern vielleicht noch verraten. Hey, schaut euch mal dieses Pferd an. Und es gibt noch, das seht ihr hier, wenn die Pferde mal losgerannt sind. Wenn ihr jetzt nochmal eine 8 würfelt, dann macht dieses 8er Pferd einen Sprint. Das heißt, habe ich 8 gewürfelt im direkten Anschlusswurf, habe ich wieder die 8, dann hat die 8 sozusagen Rückenwind und rennt nochmal stetig weiter los. Plus 1, sprich, sie würde dann nicht nur ein Feld gehen, sondern sogar schon 2. Und so spielt ihr es eben, bis ein Pferd mindestens im Ziel angekommen ist. Genau, und wenn ihr keine Melli habt, weil ich habe sie ja schon, dann macht ihr das Ganze hier über diese App. Da sagt ihr einfach, ihr möchtet hier ein Spiel haben. Ich hoffe, ihr könnt das in der Kamera sehen. Jetzt haben wir hier quasi das Gleiche, was wir hier analog haben, aber digital. Und wir, muss ich den Ton noch einschalten? Ja, das ist tolle Musik. Und jetzt macht quasi die App alles für mich. Sie würfelt und die Pferde laufen. Und während die App das macht, oder unsere Melli das macht, haben die Spieler die Möglichkeit jetzt zu sagen, ich gebe meine Gebote ab, das 6. Pferd gewinnt meiner Meinung nach, zack, lege ich hier meinen Punkt drauf, dann denke ich mir auch noch, das rote Pferd gewinnt. Nee, ich sag, orange wird gewinnen.
Ich sage aber auch noch, dass das schwarze Pferd mindestens Dritter werden wird. Platziere ich meinen Chip auch noch da drauf. Und ich glaube, die 5 ist vor dem hier im Rennen drin. Genau, wir können noch hier diesen Exotik Finish Bet abgeben. Ich tippe jetzt einfach mal noch ganz kurz auf 8, 8, 8. Wo ist die 8? Die 8 wird mindestens Zweiter. Ich lege das da drauf. Und ihr seht schon, hier gibt es noch kleine Unterschiede. Mit den Minuspunkten kommen wir gleich dazu. Und ich würde sagen, wir pausieren das Ganze. Maddie hat ihren Tipp abgegeben. Ich pausiere das Ganze. Ich mache auch nochmal den Ton aus, sonst versteht ihr mich nicht mehr. Die App ist sehr cool. Dazu im Fazit gleich noch ein bisschen mehr. Jetzt wäre quasi, sobald drei Pferde über die rote Linie kommen, darf nicht mehr geboten werden, auch noch wenn ihr Chips über habt. Sobald eben ein Pferd im Ziel ist, ist das Ganze vorbei und wir gucken, wer hat gewonnen. Jetzt mache ich hier nochmal Platz, ich lege hier das Tablet weg. Wir nehmen auch mal diese Pferde kurz aus dem Spiel. Und jetzt schauen wir einfach, wir sagen einfach mal, die Nummer 6 hätte tatsächlich gewonnen, die 7 wäre Dritter geworden und die 8 meinetwegen Zweiter. Das Ganze können wir dann hier über diese kleinen Pfeile auch nochmal anzeigen, damit wir das Ganze nicht vergessen. So, machen wir es einfach in dieser Reihenfolge. Und jetzt ganz simpel, zuerst kriegt ihr Geld, weil ihr müsst ja was verlieren können. Also erst schauen wir, wer hat wo gewonnen. Ich habe hier den ersten Platz gemacht. Ich bekomme 5x3 Geld, also 15 Geld. Gelb bekommt den gleichen Boni. Dann würden wir schauen, hat hier jemand den zweiten Platz richtig getippt? In diesem Fall nicht, weil Show wäre der dritte Platz. Zack. Aber er bekommt trotzdem, weil er hat gesagt, er wird mindestens Zweiter oder Dritter. Daher, der zweite Platz ist gut, aber der dritte Platz ist genauso okay. Deswegen würdet ihr hier auch Geld bekommen. So, auch dafür gibt es dann Geld. Dann haben wir alle Pluspunkte, wir haben hier oben noch Wetten zu machen. Wir haben das orange Pferd hat nicht gewonnen, ist also Minus. Das rote hat gewonnen, auch hierfür bekomme ich nochmal Geld, den nehme ich mir jetzt nicht. Dann schauen wir uns auch diese Wette an, denn jetzt kommt die Phase, wo wir Geld verlieren. Und überall da, wo die Wetten nicht gestimmt haben und diese roten Symbole drauf sind, da muss ich die entsprechende Summe ohne Multiplikator abgeben. Also ganz simpel, hier habe ich auf den am zweiten Platz getippt. Das achte Pferd ist aber leider nur Dritter geworden. Dadurch verliere ich 4 von meinen bereits 15 gewonnenen Geld. Und so spielt ihr eigentlich über 4 Runden. Was gibt's noch zu sagen? Das ist eigentlich alles. Ihr habt natürlich hier während dem Spielverlauf immer weitere Wetten dabei. Diese Exotic Finish kommen immer dazu. Das ist dieses Exotic Finish ist, es ist bei uns noch Englisch, aber hier All Horses Move 6 or More Spaces. Das heißt, hier müssten alle Pferde losgerannt sein, damit die hier richtig dick natürlich wetten könnt. Da müsst ihr ein bisschen schauen, okay, was tut sich wie. Das sind diese Exotic Finish. Das ist nochmal so ein spezieller Teil. Der obere Teil hier mit diesen Prop Bets, das ist immer, dieses Pferd ist vor dem Pferd, dann könnt ihr noch so ein bisschen Geld natürlich rauskitzeln. Ist es eben nicht so, verliert ein bisschen Geld. Diese verändern sich auch immer im Spielverlauf. Genau, weil das war's eigentlich. Nachdem ihr jetzt euer Geld bekommen habt oder verloren habt, nehmt ihr eure Chips alle vom Board runter. Ihr nehmt auch hier die Erstplatzierten weg. Hier werden alle Karten abgeräumt. Zack, die kommen weg. Ihr deckt hier 5 neue Karten auf. Ihr deckt hier unten für die nächste Runde eine neue Exotic Bet auf. Und zack, startet auch schon die, halt so rumgehört, glaube ich, habe jetzt eh nicht drauf geachtet. Und schon startet die zweite Runde. Wer nach 4 Runden Pferderennen das meiste Geld gesammelt hat, hat das ganze Ding gewonnen. Wie uns das jetzt gefallen hat, in einem kurzen Fazit. So, nach einem relativ schnellen Regelüberblick kommen wir jetzt schon zum Fazit. Fangen wir immer mit dem Artwork an von Ready, Set, Bet. Und es fängt für mich so ein bisschen die gute alte Brettspielzeit ein. Ja, also wenn ihr so aus dem älteren Semester seid, vielleicht wie ich, dann wird euch so eine Art von Spielplan vom einen oder anderen Titel bekannt vorkommen. Und es fängt einfach dieses Pferderennen Artwork sehr gut ein, finde ich. Es ist natürlich trist, es ist ein grüner Spielplan, erinnert vielleicht so ein bisschen auch an Roulette oder an solche Sachen. Also da ist jetzt kein krasses Artwork drauf, aber es muss auch nicht so sein, weil ihr müsst diese wichtigen Elemente im Spiel sehen können. Das heißt, wo ist welches Pferd, wie hoch ist die Quote und was ist euer Minuspunkt? Und das macht es sehr gut. Wir haben ja diese Zusatzwetten, da ist auch alles sehr clean gehalten. Ihr verliert also im hektischen Spielgeschehen, weil es ist ja Echtzeit, nicht den Überblick durch das Artwork. Genau. Material. Wir haben einen ordentlich großen Spielplan, muss man wirklich sagen. Ja. Also er ist schon tischfüllend. Ich meine, es sind ja aber auch ziemlich viele Pferde am Start. Ja?
Also ihr braucht hier ein bisschen Platz für den Plan. Wir haben eben dieses Haus, diesen Extraspiel oder eben diese App, je nachdem, für was ihr euch entscheidet. Es ist schönes Material. Wir haben hier Holzpferdchen dabei. Die Tokens sind richtig dick. Das sind ordentliche Chips. Wir haben schöne Karten. Die sind nicht arg dick, sag ich mal. Sie sind eben gut. Ich meine, mit den Karten hantiert man nicht wirklich viel. Also von dem her, das passt ein alles summa summarum. Ein unaufgeregtes Spielmaterial, würde ich sagen. Ja, es passt einfach klassisch zum Aussehen. Passt alles soweit wunderbar. Man kann gut mit ihm spielen. Möchten wir zur Hauptmechanik kommen? Ja, es ist ein Wettspiel. In Echtzeit. Und da muss man einfach sagen, das macht Ready, Set, Bet schon wirklich sehr gut. Egal, ob ihr hier mit dem 9. Spieler oder eben auch mit jemandem, der sagt, ich möchte hier nicht mitwetten, ich möchte nur diese Bank machen, macht es wirklich sehr gut. Mir selber hat die App richtig gut gefallen, weil, die zeige ich euch nochmal ganz kurz, die macht einfach, wo haben wir das ganze Ding, muss ich nochmal aufmachen, die ist auf einem Tablet groß dargestellt. Selbst die englische Begrifflichkeit hier ist sehr cool. Der moderiert das Ganze so ein bisschen mit an. Da kommt ein bisschen Pferderennstimmung an, auf. Weil ihr hört, da jubeln auch die Leute. Und für alle, die eben sagen, ich bin jetzt kein Fan von App, mach's wieder leiser. Jetzt muss ich den richtigen Knopf finden. Die brauchen halt so eine Melli. Und dann habt ihr hier quasi einen Mitspieler, der eben hier würfelt. Er muss immer addieren, er muss richtig addieren. Die 5 läuft nach vorne. Muss das Ganze auch noch so ein bisschen rollenspielmäßig mit anmoderieren, dass hier halt eine Stimmung auf dem Tisch ankommt. Muss er nicht. Aber genau da liegt der Knackpunkt drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag ja sowas. Ich moderiere gern an. Ich heiz gern die Stimmung ein bisschen auf. Und ich muss sagen, als Hausspieler hat man auch so ein bisschen so den Anspruch vielleicht an sich selber zu sagen, okay, ich möchte es ja anmoderieren. Aber es ist gar nicht so einfach, denn ihr würfelt, ihr rechnet, ihr müsst gucken, welches Pferd geht vor. Ist dieses Pferd zuvor schon mal gegangen? Dann darf es natürlich noch einen Sprint hinlegen. Ihr solltet das auch in Echtzeit machen, also nicht so würfeln, ja, sondern wirklich hier zackig spielen. Ihr müsst da ein bisschen Spielfluss reinbringen. Ihr wollt die Mitspieler etwas anfeuern. Und das müsst ihr halt wollen und können, finde ich, weil davon lebt auch ein bisschen dieses Spiel. Daher finde ich auch diese App echt wirklich sehr gelungen. Derjenige, wo das Haus spielt, der wird danach ein Problem mit der Stimme haben wahrscheinlich. Genau, ansonsten zur Mechanik. Es ist eben ein Echtzeit-Beatspiel. Also es hat nichts anderes, außer dass die Spieler da sitzen, schauen, welches Pferd ist an welcher Position, wo könnte ich versuchen, das meiste Geld zu machen. Wenn natürlich mal so ein Feld belegt ist, dann ist das belegt, da kann in der Regel kein anderer mehr mit drauf. Deswegen von der Mechanik ist das ultra simpel, das hat Vor- und Nachteile, da komme ich gleich nochmal dazu. Man muss aber auch sagen, es gibt noch diese VIPs, die haben wir euch jetzt hier im Setup nicht vorgestellt. Das sind Karten, die ihr im Spielverlauf bekommen werdet. Die könnt ihr im Spiel ausspielen, um beispielsweise auf ein bereits gebotenes Feld mit drauf gehen zu dürfen. Ihr könnt Wetten verändern. Also da habt ihr einfach nochmal eine gewisse Abwechslung. Die Einfachheit des Spiels ist super, weil ihr könnt das in jeder Runde auf den Tisch bringen. Ihr müsst einfach nur einmal klar machen, wie gewinne ich das Ding, wo mache ich Punkte, wo verliere ich Punkte. Auf der anderen Seite ist das halt nicht sehr abwechslungsreich. Ihr spielt das, es macht wahnsinnig viel Spaß, eine Runde lang, vielleicht zwei, und dann sagt ihr aber, okay, jetzt ist aber gut. So ging es bei uns leider immer wieder. Das jetzt, hört sich jetzt negativer an, als es ist. Es ist manchmal nämlich auch so, dass ihr hier so guckt, alle Wetten abgeben habt, bevor alles über Rot ist, und dann guckt ihr diese App oder eben der Würfel-Melli gefühlt 2-3 Minuten zu, und wenn ihr dann keinen am Tisch habt, der das Ganze so ein bisschen anfeuert, dann sitzt ihr halt da. Oh, Schwarz gewinnt gar nicht. Wenn ihr aber eine Gruppe habt, die sagt, boah, Junge, Schwarz, geh ab, Blau, oh, was macht denn Blau jetzt? Dann habt ihr den Spaß eures Lebens. Deswegen ist es sehr schwer, hier gleich ein Fazit zu finden. Genau, also es ist wirklich, es hängt von der Gruppe ab, es hängt ein bisschen vielleicht vom Würfelglück ab und auch diejenigen, wo mitspielen. Wir hatten schon Runden, da haben halt alle in den ersten Minuten alle Chips rausgehauen und dann sind sie da gesessen so, oh, das war vielleicht jetzt blöd. Wir hatten aber auch schon eine Runde, da saß dann einer da und ich so, ja, möchte ich nicht bieten. Und der, doch, doch, aber was macht denn ihr so einen Stress? Das steht ja jetzt noch gar nicht fest, wer jetzt hier gewinnen wird. Der hat es wirklich dann ausgereizt bis zum Schluss und seine Taktik war relativ gut, weil er hat dadurch besser absehen können, wer vielleicht eher das Rennen macht und hat dann auch noch die richtigen Tipps abgegeben. Genau, also es ist natürlich, wer zuerst kommt, mal zuerst. Da gibt es Felder, die geben den höchsten Multiplikator, also die höchste, ich habe den Namen vergessen. Und es gibt Felder, die sind riskant, weil das sehr viel Minuspunkte gibt. Das heißt, schnell sein ist gut, aber auch schlecht.
Es macht uns Spaß. Ich tue mich schwer, jetzt mit Melli hier ein Fazit zu finden, glaube ich, weil wir würden sagen... Es ist ein cooles Spiel, ja. So als Opener, als Absacker, als wenn man sich wirklich Hirn zermartert hat, komm, jetzt lasst uns einfach mal sinnlos Geld raushauen. Wir bieten hier auf Pferde, zack, zack. Es kann halt wirklich jeder mitspielen, weil die Regeln sind einfach simpel. Es kann jeder mit hinsitzen an den Tisch und zack und wusch. Und es ist auch definitiv ein Spaßspiel, muss ich sagen. Es ist wirklich, man sollte dieses Spiel nicht ernst nehmen. Es ist ein Pferderenn. Oder ein Pferdewettspiel sollte man auch nicht ernst nehmen. Aber ich finde, es hat einfach nur so einen fluffigen Ausklang von einem vielleicht anstrengenden Abend oder wenn man eben an Silvester oder irgendwelchen Festivitäten zusammensitzt, ist dieses Spiel wirklich das, was es soll. Es macht einfach Spaß, es macht Laune und jeder geht nachher vielleicht mit dem Grinsen vom Tisch weg. Okay, dann sind wir also nicht bei einer Okay-Wertung, sondern laut Melli bei einer Gut-Wertung. Ja, es ist so zwischen okay und gut. Es kommt natürlich auch immer auf die Menschen an, die mit euch hier am Tisch sitzen. Wenn das alles so Nörgler und Eigenbrötler sind, so, dann passiert da nichts. Wenn dann natürlich so welche da sitzen, so, oh Gott, jetzt habe ich auf die 6 geboten. Jetzt rennt die 5er bloß und dann auf einmal sprintet die 6 und ja, geil, die 6 geht jetzt voll ab. Ich könnte es noch schaffen. Und dann, oh nein. Sag ja, dann habt ihr den Spaß eures Lebens. Ich für mich... würde aber sagen, es ist für mich ein Okay-Spiel. Ich spiele es wahnsinnig gerne mit. Ich würde es euch jetzt nicht unangefochten ans Herz legen, weil es eben sehr speziell ist, weil die Abwechslung meiner Meinung nach auch relativ gering ist. Es nutzt sich recht schnell ab mit dem, was ihr macht, weil ihr bietet eben nur. Das müsst ihr jetzt selber entscheiden. Ist es was für euch? Ist es nichts für euch? Das Ganze wird dieses Jahr bei Strohmann, soll dieses Jahr bei Strohmann Games auf Deutsch erscheinen. Dann ist natürlich vermutlich auch die App auf Deutsch übersetzt, die Karten sind auf Deutsch übersetzt, wobei auch hier im Englischen das nur halb so wild ist. Fazit ist jetzt schwer zu sagen, geiles Spiel, wenn ihr auf das Thema Party steht mit kurzweiligen Vergnügen. Weniger geiles Spiel, wenn ihr sagt, ich suche einfach ein Partyspiel, das mich mit einer speziellen Finesse am Ball hält, dann bietet vielleicht Ready, Set, Bet ein Ticken zu wenig für euch. Müsst aber jetzt ihr entscheiden. Wir haben euch alles gezeigt, was wir euch zeigen konnten. Das war's von hier. Wir sagen vielen Dank fürs Reingucken und ja, lasst doch ein Like, einen Kommentar und einen Daumen da und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Ciao!